Mist. Volk ist jetzt praktisch. Ja, es ist schon eine Weile her. Verdammt. Irgendetwas mit den direkten Instant Respawn Mechanismen zerlegt uns das Spiel gerne mal. Alles klar, gehen wir Leonards Technologien abholen. New. Gut. Einmal durchforschen. Alles normal. Ausbau fertig. Mist. Wenn's denn sein Beschleunigen wir ein bisschen muss, mehr, um da alles zu rekonstruieren. Der Tag der Abrechnung. Steuern Aber Läste. Werden gezahlt. Er damit. Nun über das er mit den Wissen Büchereien. Neue Technologie. Die beiden können schon mal verschwinden, weil hier später was hinkommt. Papa 8 kann nach Hause, kann hier rüber zurückkommen. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude. Ah, verdammt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. So ein Mist. Ich bin bei dieser netten Lichtung und habe Holz gefällt. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Schatz kam hier raus. Das Gebäude ist hoch die Steuern. Setzen wir das Teleskop noch darüber. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Zahlter. Mathematik. Forschung abgeschlossen. Setzen wir den Pavillon dahin. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Fernglas. Ich hab getan, was ihr wolltet. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Gegenbeten. Segnen die Bewohner der Stadt. Die Blundenschloss. Taverne nach. Dahin. Fertig. Ein Schankwirt beginnt. Was durchforschen. Es ist Zahltag. Forschung abgeschlossen. Gezogener Lauf. Eine neue Technologie ist abgeschlossen. Fuchsmacher kommt darüber. Taverne wird ausgebaut zum Wirtshaus. Eure gebetet Siedler wird auch noch. Gesegnet. Forschung die Fließrüstung. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Irgendwie haben wir dieses Mal zwei Einwohner mehr, die irgendwelchen Gründen existieren. Ich habe keine Ahnung warum. Eureka! Aber warum? Chemie. Ich könnte schwören, ich habe gerade. Ich bin mir entsprechend gerade nicht so ganz sicher, was das Spiel von uns will. Zahltag. Ausbau abgeschlossen. Nichts lieber als. So. Ach so, weil wir die schon ausgebaut haben. Naja, die beiden gehen. Nimmt seine Tätigkeit auf. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Viele Gebete, die wir nachholen müssen. Segnen die Bewohner der Stadt. Manufaktur noch nicht, forschen wir die Bleikugel. Eine neue Technologie ist erforscht. Beten. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Ihr habt eine neue Technologie ausbauen. Erforschen lassen. Ein Fort. Alchemistenhütte. Bezahlen ihre Steuern. Ausbau abgeschlossen. Ich würde sagen, wir investieren noch mal ganz kurz. Damit das schneller abgebaut wird. Investieren wir mal ganz kurz Gruppe 8 hinfort. Und aus Gruppe 9. Gruppe 9 investieren wir auch mal ganz kurz hinfort. So. Die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Es ist Zahltag. Dadurch haben wir Bergwerke. Bergwerke arbeiten schneller. Besser und dementsprechend sind sie schneller leer.
Also kriegen wir den Bevölkerungsplatz schneller zurück. Da können wir eine weitere Alchemistenhütte bauen, um das Ganze auszugleichen. Und wenn zwei Alchemisten unseren Schwefel künftig stellen, drei Schmieden unser Eisen. Na gut. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Ausbau fertig. Das ist jetzt keine lange Rekonstruktionsarbeit, die wir darauf verwenden müssen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden getan. Dennoch. Ausbau fertig. Setz Verteidigungsanlagen auf. Ausbau vollbracht. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gebeten. Siedler werden gesegnet. Ihr habt eine neue Technologie erforschen. Wir wollen schwere Scharfschützen haben. Wenn wir es mit Nebenvolk zu tun bekommen, können wir mit leichten nichts anfangen. Es ist Zahltag. Ihr verfügt weiter Holz. Über das Wissen über eine neue Technologie. Ausbau fertig. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. So hohe Steuern. So, die sind bald leer. Noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Eureka! Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Wenn wir das hier wegverschieben, sieht es dann aus. Und Sold werden gezahlt. Hier passt ein Alchemist hin. Sind belegt. Hier passt ein Bauernhof hin. Haben nichts zu essen. Sogar ein Gedrehter. Dann machen wir das so rum. Der Tag der Abrechnung. Steuern seid gesegnet. Ein Schwefelschacht ist bald völlig ausgebeutet. Ich weiß. Fertig. Mit den Schwefelschächten ist genau der Plan. Und es ist immerhin Ausbau fertig. 18 Plätze, 21 Plätze zurück, die wir es gut gebrauchen könnten. Genug zu essen. Der Tag der Abrechnung. Gruppe 0 wird auch mal ganz kurz entlassen, damit alle Leute einziehen können. So, das ist Wucher. Irgendwie hungern immer noch zwei Alchemisten. Ich habe keine Ahnung, wieso. Nein, wirklich, ich habe keine Ahnung. Wieso hungern zwei Alchemisten? Weil diese Gebäude nicht wirklich was tun. Steuern und so hohe Steuern habe ich meinen Lebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Das sollte funktionieren, oder? Sehr schön, weg damit. Platz kommt frei. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ausbau fährt so hohe Steuern. Hungert ein Bauer und der jetzt dieser hier. Allen anderen geht's gut. Perfekt. Es ist Zahltag. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. So, Schwefelschacht leer. 1, 2, 3, 4. Hallo, Gruppe 0. Zurück an die Front. 1, 2, 3, 4. Hallo, Gruppe 9. Zurück an diese Front hier. Aber gern. Beten. Die werden auch bald leer sein. Haben wir hier noch einen Schwefelschacht, den wir leer räumen können. Zahltag. Gruppe 9, wisst ihr was? Wenn ihr gerade nichts anderes zu tun habt. Wenn's denn sein muss. Und dann? Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und er... Wappen frei für ein Wohnhaus. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ihr könnt hier hinten weiter Holz hacken. Und ihr könnt weiter beten. Empfangen den Segen durch die Priester. Ihr zieht uns das letzte Heft. Ah nee, das ist der hier. Das lassen wir uns. Der hungert tatsächlich. Ein Schwefelschacht ist bald. Wird sich gleich regeln. Natürlich. Ich meine, wenn gleich zwei Schwefelstollen leer sein, so können wir den Platz ineffektiv nutzen. Direkt ausbauen, bevor die leer gehen. Damit direkt ein Bergwerk rauskommt. Ist bald völlig ausgebeutet. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Aber gern. Zahlen gesegnet. Ausbau abgeschlossen. So, dann haben wir direkt das nächste Bergwerk stehen. Die Leute können direkt rübergehen. Und hat geklappt. Baut mehr Bauernhöfe, um
Ein Bauernhof geht auch noch frei, damit hier direkt gefüllt werden kann. Es wird einmal leer geräumt und dann können hier zwei Gutshöfe entstehen, damit alle Leute definitiv zufrieden sind. Ein Gutshof reicht. Ausbau vollbracht. Sag bitte, dass du so weit gehen kannst, um hier zu essen. Ansonsten brauchen wir wirklich einen zweiten Gutshof und dann kriege ich einen verdammten Anfall. Okay, hat geklappt. Seid gesegnet. So. Es gibt nicht genug zu essen. Ein Wohnhaus reicht. Eure Siedler werden gesegnet. Zahltag. Gut, Quick Save. Damit ist die Bauphase nachgeholt. Jetzt müssen wir die Kampfphase neu machen. Die wird länger dauern. Mist. In Ordnung. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Folgendes. Seid unbesorgt. Wir könnten über den Weg gehen. Ich tue mein Bestes. Gehen hier oben lang. Wir kümmern uns darum. Da oben lang zu gehen bedeutet, dass wir nicht mal unsere Truppen effektiv nutzen müssen, um hier was kaputt zu machen. Wir können diese Flanke einfach so zerlegen. Wir kümmern uns darum. Wird gemacht. Das kann ich. Ich tue mein Bestes. Stopp. Jawohl. Auf in den Kampf. Verteidigt euch! Ihr werdet angegriffen! Zahltag! Jawohl! Wir brauchen die Helden trotzdem dabei. Huch! Was ist da los? Ah! Okay, das ist sehr lustig. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. So, aus der Deckung, die wir bekommen, schießt da drauf. Ich heute Abend frage, ihr bleibt hier. So soll es sein. Wenn ihr wollt, ich bin schon unterwegs. Jawohl. Wie ihr wünscht. Macht sie nieder. Feinde haben einen Held attackiert. Lasset die Furcht. Ihr bleibt auch hier. Und kämpft. Nur Mut. Wir werden siegen. Jawohl. Dafür sind wir genau die Richtigen. Leute. Bis in den Tod kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Wenn ihr wollt. Wie ihr wünscht. Halt. Und jetzt auf den Turm. Erek. Wie ihr wollt. Hier geblieben. Attacke. Schützen brauchen Hilfe. Sonst sind sie zu lahm, dabei diesen Turm zu zerlegen. Wie ihr wünscht. Damit ist das schon mal losgeworden. Dann müssen wir hier drin noch einfallen. Jawohl. Aber wahrscheinlich sollten wir zuerst die Verteidigungsanlagen von außen belegen und zerlegen. Wir werden siegen. Wird gemacht. Jawohl. So, hier geht's gerade nicht weiter. Dann könnt ihr einmal hier runterkommen. Wir können schauen, dass wir diesen Bereich hier von hier außen irgendwie beschossen und zerlegt bekommen. Die Ablistenschützen kriegen das aus der Entfernung wahrscheinlich hin. Baut uns ein paar Leben. Sind wir genau die Richtigen. Bild mir einen Trupp schwerer Scharfschützen aus. Da, bitte. Ja. Als Gruppe 4 für den Moment. Das geht nicht. Euer Dorfzentrum aus oder errichtet ein neues, um mehr Siedler in der Stadt aufnehmen zu können. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ich tue mein Bestes. Ja, ist gut. Zwei Trupps schaffen das. Wird gemacht. Wir haben die Reichweite. Ruhm und Ehre. Ich tue mein Bestes. Bis in den Tod. Attacke. Ihr werdet die da hinten aber auch. Aua. In Ordnung. Wird gemacht. Halt. Macht sie nieder. Für Ruhm und Ehre kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Wir bleiben hier. Bleibst du wohl hier? Wir genau die richtigen. Angriff. Taverne. Es ist Zeit. Was? Wir entlassen ich den nochmal. Schwören, ich hab tun Sie beim Kundschafter. Dort oben im Baum. So soll es sein. Halt. Bis in den Tod. Das kann ich. Dafür sind wir genau die richtigen. In Bewegung bleiben. So soll es sein. Wenn die anderen sich um den Turm kümmern. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Ja, aua. Das kann ich.
Wie ihr befehlt, das kann ich. So soll es sein. Ja, wir bleiben hier. In Ordnung. Gern. Dafür sind wir genau die Richtigen. Zahltag. Angriff. Ist er drauf. Ertrag den Beschuss des einen Typen mal ganz kurz. Macht sie nieder. Jetzt erschießt ihn. Ja, mein Herr. Ich tue danke. Mein Bestes. Ja. Fisch euch auf. Die nächsten drei. Sofort. Wird gemacht. Stop. Wird gemacht. Macht sie nieder. Gerne. Wünsche 5 kann nachrücken. Es ist Zahltag. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Immer weiter gegen beten. Gesegnet. Ja, mein Herr. Gegen den Verfall unserer Motivation. Sofort. Stop. Sittlichen. Schaut in die Ferne. Ich zeige euch den Weg. Dafür sind wir genau die Richtigen. In Ordnung. Halt. Für Ruhm und Ehre. Wie okay, von hier unten aus kommen wir da dran. Das kann ich. Gerne. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Was Alter. Macht ihr denn da? Ja, Herr. Ja, warum Herr. Seid ihr existent? Stop. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Stop. Seht durch mein Fernglas. Seid unbesorgt. Sofort. Bis in den Tod. Kriegt 6 weitere Trupps, um das, 3 weitere Trupps, um das zu regeln. Bringt uns auf 6 hoch. Wir erledigen das. Sofort. Attacke! Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ergreift sie! Nur Mut! Ah, kommt er dran? Wir werden siegen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wird gemacht. Wir erledigen das. Auf in den Kampf! Nicht so ganz. Sofort. So soll es sein. So, hier kommen wir generell noch nicht so wirklich lang. Sind die Armee hier hoch. Sind wir genau die Richtigen. Aber sicher doch. Und Quicksave. Immer speichern. Wenn das Spiel einmal bewiesen hat, dass es abstürzen will, dann wird es das wieder und wieder tun. Und auf solchen Unsinn müssen wir vorbereitet sein. Gott sei Dank, da habe ich kurz noch mal was getrunken. Jawohl. Jawohl. Sofort. Ja, mein Herr. Sicher. Yep. So soll es sein. Beast. Position einnehmen und halten. Ist in große Gefahr. Macht sie nieder. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. So soll es sein. Nur Mut! Wir werden siegen! Ariel kann vorlaufen, Schwerter brecht durch. Ja. In Ordnung. Mit dem größten Vergnügen. Freilich. Jawohl. Gruppe 1. Ja! Yep. So. Sicher. Mit dem größten Vergnügen. Seid unbesorgt. Ich kann mich genau daran erinnern, dass... Die beiden sind erstmal Gruppe 3. ...immer diese rosa Kleidchen trug. Und der sah so süß darin aus. Euer Sitzen da drauf. Mir Befehl. Macht sie nieder. Bis in den Tod. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Jawohl. Stopp. Das kann ich. Ja, der hat keine Existenzberechtigung. Er schießt ihn. Wir kümmern uns darum. Lasset die Furcht von euch abfallen und kämpft. Wir erledigen das. Wie ihr befehlt. Das kann ich. Zelt. Sofort. Auf in stimmt es nieder. In Ordnung. Wird gemacht. Reiterei wäre dafür natürlich noch deutlich besser. Aber was will man machen? Die Schwerter haben das eigentlich im Griff. Turm, zurück. Wie ihr wünscht. Schlachtet sie. Wir gehen auf Patrouille. So soll es sein. Einer eurer Helden wird angegriffen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Eure Siedler werden gesegnet. Das mache ich. Nur Mut. Wir werden siegen. Wir kümmern uns darum. Wir kümmern uns darum. Ja, sicher. So, der Erik aktuell eine unterstützende Rolle einnimmt in erster Linie, ist es ganz gut, wenn wir ihn jetzt gerade nicht in Gruppe 3 drin haben. Gerne. Gruppe 3 besteht gerade aus den Leuten, die für uns den Schaden aufsaugen sollen. Das und das sind Yuki und Ari. Euer Wunsch ist mir Befehl. Jawohl.
V1 gibt einfach ein bisschen Deckung und Unterstützung. Schon dabei. Euer Wunsch ist mir Befehl. Natürlich, ja. Bin schon dabei. Einer eurer Helden wird angegriffen. Jawohl, ja. Yep. Bin schon dabei. So. Das mache ich. Gerne. Bin schon dabei. Schieß die mal. Jawohl, bin schon dabei. Das mache ich. Jawohl. Für Ruhm und Ehre. Natürlich, wie ihr wollt. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Haltet die Augen offen. Sicher. Wie ihr wollt. Das so. Mache ich. Wenn ihr es für richtig haltet. Jawohl. Warum lebt noch jemand? Hey. Stopp. Warum lebst du noch? Ich bin schon unterwegs. Juki wird doch beschossen. Da hinten ist noch ein Turm. Ja, Herr. Wie ihr wollt. Na gut. So soll es sein. Natürlich. Macht sie nieder. Sicher, bin schon dabei. Das mache ich. Ihr könnt das vergessen. Schwerter macht euch hinten bereit. Ari, lauf. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wie ihr wollt. Sicher. Gerne. Bin schon dabei. Freilich. Na gut. Ich bin schon unterwegs. Ich tue mein Bestes. Bin schon dabei. Zahlt das. Halt da hinten, ihr. Für Ruhm und Ehre. Stopp. Wenn ihr wollt, natürlich, wenn ihr wollt. Ja. Was mache ich? Bungee nachrücken. Bin schon dabei. Angriff. Freilich. Ja. Wir können einmal erschossen werden und das zurück. Yep. Jawohl. Dann müssen wir die Position hier hinten gleich angehen und hier den Wall räumen. Ich würde sagen, dafür können wir erstmal hier unten klären. Ihr könnt ihr Holz hacken. Ihr zieht uns das und beten. Priester segnen die Bewohner der Stadt. Und Quick Save. Das mache ich. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja, mit dem größten Vergnügen. Ja, gerne. Nur Mut. Wir werden siegen. In Bewegung bleiben. Gruppe 1 nachrücken. Feinde greifen ihn an. Ist Not am Mann? Lassen Sie Frauen ran. Bin schon dabei. Natürlich. Ja, mit dem größten Vergnügen. Jawohl. Ja, mit dem größten Vergnügen. Bleibt schön in Bewegung. Hey, Yuki, gerne. Kannst du bald mal sagen, dass sie es lassen sollen? Wie ihr wollt. Gerne. Das mache ich. Mit dem größten Vergnügen. Eric, rück näher ran. Ja, gerne. Ja, bin schon dabei. Streitet furchtlos. Jawohl, Herr. Natürlich. Ja, ich bin schon unterwegs. Ergreift sie. Bin schon dabei. Sicher. Ari wurde... Nein, Ari. ...und ist kampfunfähig. Wie schießt sie. Feinde haben einen Held attackiert. Die müssen wir nicht mehr am Leben halten. Mit dem größten Vergnügen. Jawohl, ja. Macht sie nieder. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Schaut in die Ferne. So. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden bezahlt. Dampfmaschine. Wir kümmern uns darum. Jawohl. Schaut in die Ferne. Hier unten werden wir uns in den Wald entlang kämpfen müssen. Seid unbesorgt, wie ihr befehlt. Natürlich. Jawohl. Natürlich. Ich tue mein Bestes. Schaut in die Ferne. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Bis in den Tod. Wenn ihr wollt. Ich bin schon unterwegs. Einer eurer Helden wird angegriffen. Was? Wisst ihr was? Das ist von mir aus in Ordnung. Attacke. Wir können von mir aus den Wald klettern. Das ist in Ordnung. Geht voll und ganz klar. Sofort. Gerne. Ja. Attacke. Sicher. Freilich, wenn ihr wollt. Gerne. Stopp. Lehrt sie das Fürchten. Jawohl. Gerne. Jawohl. Jetzt mit dem größten Vergnügen. Natürlich. Auf in den Kampf. Hat das weg. Stopp. Da drauf. So soll es sein. Eric bleibt hier. Wie ihr wünscht. Yuki bleibt hier. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Streitet furchtlos. Macht den Turm weg.
Yuki, hier geblieben. Dampfmaschine. Wie ihr wünscht. Natürlich. Halt, so soll er schießt sein. Sie. Harry, nein. Ist kampfunfähig. Wir bleiben laufen, schießen. Yuki. Ja. Hierhin. Sicher. Ihr seid mir zu weit ausgefächert. Warum? Es ist hierhin. Auf in den Kampf. Gerne. Jawohl. Seid unbesorgt. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Feinde greifen euch an. So. Mit dem größten Vergnügen. Dafür sind wir gerade. Soweit, so gut. Dann müssen wir jetzt gleich zum letzten Gebiet hier rüber gehen. Ja, ja. Ja. Und zur letzten Maschine oder der nächsten Maschine. Wahrscheinlich gibt es noch zwei Maschinenbereiche, die wir stürmen müssen. Die verlangen von uns aber ab, dass wir die Welle überqueren. Und da müssen wir schauen, wie wir das am besten machen. Ja. Scharfschützen beschießen uns. Meine Jungs und ich heute Abend folgt vor. Mit dem größten Vergnügen. In Ordnung. Ja! Attacke! Wir erledigen das. Wir erledigen das. Quick Save. Ich will das nicht nochmal machen müssen. Jawohl. Sofort. Ja. Okay, gib mir einen Moment. Ich bin sofort zurück.